Hallo, mein lieber Stier, mein Name ist Emanuel von Senstern. Ich bin dein astrologischer Lebensberater und das ist die allgemeine Monatsprognose für November 2020. Zwischen 1. und 11. des Monats hast du Merkur Quadrat Saturn. Die Umsetzung persönlicher Vorhaben, der Start oder Beendigung eines persönlichen Projekts kann sich verzögern oder auch nicht erfolgen. Eine Umstellung im Alltag kann dazu führen, dass man plötzlich mehr Arbeit hat als erwartet. Je mehr man die Dinge geschehen lässt, desto entspannter werden sich Probleme lösen lassen, ja? Am 3. läuft Merkur direkt in Waage. Man wird bald mit einem Thema abschließen, das viel Arbeit und Organisation erfordert hat. Falls zutreffend, wird sich bald die Zusammenarbeit mit Kollegen, Familie oder Liebespartner deutlich vereinfachen und beschleunigen. Das ist eine gute Sache. Diesbezüglich sollte man trotzdem etwas geduldig sein, weil es dürfte nicht alles von heute auf morgen entstehen. Zwischen 12. und 13. des Monats haben wir Jupiter-Konjunktion Pluto. Wahrscheinlich warst du etwas unentschlossen in Bezug auf eine Situation. Du wirst aber an diesen Tagen, mein lieber Stier, anhand der Umstände genau wissen, in welche Richtung du deine Kräfte mobilisierst. Besonders in den Bereichen der Bildung, Reise, Zukunftsplänen wird man sich eine bessere Perspektive verschaffen. Am 14. läuft Mars wieder direkt in Widder. Bis Januar 2021 wird es dir schwer fallen, innerlich ruhig zu werden und du dürftest zwischen Betriebsamkeit und Lethargie pendeln. Es kann sein, dass du keine Lust hast, eine lästige Arbeit zu machen oder eine schwierige Aufgabe zu beenden. Eine herausfordernde Situation verlangt viel Energie, Konzentration und Entschlossenheit von dir. Und dann zwischen 17. und 20. haben wir Merkur Opposition Uranus. Bis 21. November könntest du viel unterwegs sein und falls irgendwelche Pläne bevorstehen, dann wird man diese wahrscheinlich ändern müssen. Abbrüche, Überraschungen und Wendungen sind möglich. Zwischen 15. und 19. haben wir Venus Quadrat Saturn. An diesen Tagen könnte man Situationen erleben, die nicht optimal laufen, aber positiv gesehen kann man ein wichtiges Kapitel in den Bereichen der Liebe und des Berufes beenden. Am 21. tritt Venus in Skorpion ein. Bis Mitte Dezember wird man sich mit einem Menschen stark beschäftigen. Im Bereich der Geldgeschäfte sollte man vorsichtig mit einer Frau sein. Diese Frau hat eine dunkle Kraft. Zwischen 22. und 28. haben wir Venus-Opposition Uranus. In einer Beziehung ist Trennung oder Abbruch sehr wahrscheinlich, abgesehen davon, wenn man offen für mehr Abwechslung ist und natürlich, wenn man gute Sterne im Horoskop hat. Am 29. haben wir Neptun direkt laufend in Fische. Bis Juni 2021 fokussierst du dich auf die Verwirklichung eines Traums oder auf die individuelle Weiterentwicklung. Und dann zum Schluss zwischen 29. und 30. November haben wir eine harmonische Konstellation zwischen Merkur, Jupiter und Saturn. Wahrscheinlich hast du einen wichtigen Termin am Ende des Monats. Es kann auch sein, dass du tiefgründig mit einer Sache beschäftigt bist, die du schnell klären wirst. Mein lieber Stier, mit diesen allgemeinen Aussagen bin ich fertig mit der Prognose für November 2022. Wenn du dir eine persönliche Vorausschau für die kommenden Jahren wünschst, du kannst gerne eine Beratung bei mir bestellen. An dieser Stelle bedanke ich mich für deine Aufmerksamkeit. Viel Glück und Erfolg im November. Alles Gute und bis zum nächsten Video.